Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat und sie berechnen ihre Horoskopen anders. Es ist eine andere Berechnung, eine sehr präzise Berechnung, aber auch andere Ergebnisse. Also nicht wundern, wenn ich sage, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Leida, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was du siehst, zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts. Das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, wie ein Momentaufnahme. Und dieses Bild, dieser Seelenplan ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und dieser Bild bleibt, daran ändert sich nichts. Die Lebensbereiche, wo Energie fließt, sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Das ist der zweite Lebensbereich, wo um Werte und Finanzen geht. Dann der dritte Lebensbereich, wo um Verwandten geht oder wie behauptest dich gegen Konkurrenten, dann Wissen aneignen oder vermitteln, ein gewisser Austausch von Informationen. Dein Wohnsituation und Halt bekommen in dein Leben, dann ist wichtig, den Alltag bewältigen, dann auch Arbeit und Gesundheit, ist wichtig auch Reisen oder eine höhere Bildung, aber auch Spiritualität, dann ist auch wichtig, deine Wünsche leben und wichtig sind auch die Freundschaften. Wie ich schon sagte, in diesem Bild ändert sich nichts, aber du änderst dich und befindest du in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren bewegen wir uns auf einen anderen Boden. Andere Einflüsse haben wir, andere Themen sind wichtig und du befindest dich gerade im Steinbock-Periode. Manche Dinge empfindest du zurzeit anstrengend. Aber die Steinbock zeigt dir etwas, du brauchst Ziele. Und wenn du Geduld hast und du gibst deine Ziele nicht auf, dann kommt es auch in Form. Und genau in dieser Periode bist du zurzeit. Und jetzt schauen wir die Bewegungen an, weil die Bewegung von Sonne, Mond und die Planeten lösen sich etwas aus im Horoskop. Und wir starten im April 2019. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich. Und diese Bewegung nennt man Transit und genau das, was wir hier anschauen. Pluto ist der letzte Planet in unserem Sonnensystem. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Pluto ist genau die Energie, was hier wirkt. Und das heißt, was ich im Teil 2 erklärt habe, in diesem Rucksack aufräumen, von allem verabschieden, was dich stört im Leben, das Aufräumen und genau diese Transformation, was hier stattfindet. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und zeigt deine Kreativität, aber auch deine Träume. Verwirkliche deine beruflichen Träume. Lebe deine Kreativität. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich
bewegt sich im Widder. Und das bedeutet, schau in die Tiefe, erkenne die tiefe Zusammenhänge des Lebens. Aber achte auch auf deine Gesundheit, weil hier im 12. Lebensbereich sind die Ursache die Erkrankungen. Und astromedizinisch wirkt Uranus oder steht in Verbindung zu unserem Nervensystem. Und das ist jetzt für dich wichtig, gesund zu bleiben, immer in die innere Ruhe. Und Uranus zeigt auch, dann zieh dich zurück oder sei nachdenklich. Oder wirklich diese Ruhephase brauchst du immer wieder bei diesem Uranus-Einfluss, weil das löst etwas aus in dein Nervensystem. Saturn befindet sich im Schütze und belehrt dich, wie wichtig das ist, hier diese Wandlung oder Erneuerungsprozesse, diese Transformation. Jupiter bringt Glück und befindet sich auch hier im Schütze. Natürlich kann auch anderen Themen sein, wie Erbschaft oder Investitionen. Mars setzt etwas in Bewegung, zeigt auch Kraft und Mut. Mars ist im April 2019 hier im Stier und das bedeutet, du setzt dich durch gerade, du zeigst auch Kraft, kann auch Sport, Bewegung bedeuten. Aber möglich ist auch, dass eine männliche Person hat einen großen Einfluss auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit. Venus ist die Liebesplanet. Aber zeigt auch Kreativität, auch Selbstständigkeit, hat einen Sinn für Schönheit und Harmonie. Venus kann auch eine Frau sein und Begegnung mit einer anderen Frau. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und löst aus, dass du deine Kreativität lebst, beruflich oder geht alles Richtung Selbstständigkeit, kann auch bedeuten, dass du im beruflichen Umfeld Kontakt hast mit einer Frau. Merkur ist auch im Wassermann und das bedeutet Gesprächen, Handlungen oder Verträgen, hat mit deiner beruflichen Situation was zu tun. Und Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, das ist die Monatsthema, das sind deine Wünsche, da nachdenklich zu sein, das zu beschreiben, was ist das genau, und auch die Freundschaften. Sonne beleuchtet das und das sollst du auch anschauen. Sonne hat eine Verbindung zu unserem Herz, aber hat auch eine Verbindung zu unserem Auge. Etwas klar und deutlich sehen. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist. Hat auch einen Sinn, weil dann bedeutet das, wir sollen nicht so stürmisch handeln, sondern langsam oder etwas noch überlegen, ob das richtig ist oder etwas noch überprüfen. Rückläufigkeit hat auch mit karmischen Themen was zu tun, auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Jupiter ist rückläufig. Und das bedeutet, das muss jetzt nicht alles vergrößern, sondern gerade wenn das um die Investitionen geht, hier hat auch mit Finanzen auch was zu tun, das wäre keine gute Zeit. Oder wenn das um ämtliche Sachen geht, dann etwas noch überprüfen. 25. April wird Pluto rückläufig. Pluto räumt auf und zeigt, jetzt schau mal an, was brauchst du nicht. Und das hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. 30. April wird Saturn rückläufig. Saturn ist der Planet des Schicksals und hütet den Karma. Und dann kommen auch die Erinnerungen. Dann die Mondposition. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in einer Spannung steht. Und das spüren wir in dem Tag. Und das ist Spannung, Unsicherheit, Nervosität, immer in diesem Lebensbereich, wo dieser Halbmond stattfindet.
und das ist am 26. April im Steinbock. Und das ist hier, entweder auf dem Reisen oder kann auch bedeuten, dass du in einer spirituellen Gruppe bist und dann gibt es da eine gewisse Spannung. Mai 2019. Diese beiden Mondknoten, Rahu und Ketu, die bewegen sich auch. Es ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel. Ketu ist die absteigende Mondknoten und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Ketu bewegt sich ganzes Jahr und auch 2020 im Schütze. Und ich setze jetzt Ketu in die Schütze, damit wir das sehen. Ketu ist im Schütze und aktiviert hier Vergangenheit, alten karmischen Themen. Rahu, dieser Drachenkopf, was die Seele diese karmischen Erfahrungen zurzeit braucht, befindet sich in Zwillinge. Ich setze Rahu, diese aufsteigende Mondknoten, hier zum Zwillingen. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion und aktiviert Themen Partnerschaft, bringt dir auch Glück. Rückläufigkeit kann bedeuten, jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Merkur und Venus ist im Fischen und das kann bedeuten, in Freundeskreis Gespräche führen mit einer weiblichen Person. Wenn das um eine Gruppe von Menschen handelt, wie ein Verein, könnte auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst, wie im Kunstverein, oder einen Vertrag unterschreibst mit einer Frau. Sonne symbolisiert die Monatsthemen und das sind hier die Geheimnisse und da bekommst du auch Erkenntnisse. 4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, gerade hier im 12. Lebensbereich, wo auch um Rückzug auch handelt. Also das ist wichtig, an etwas nachzudenken. Über etwas. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, das bedeutet Spannung und diese Spannung kann bei Verwandten sein oder bei einer Schulung, bei Informationen oder im Internet. 18. Mai ist Vollmond im Waage, Vollmond beleuchtet etwas und du hast einen Bezug zum Vollmond, weil du bist im Vollmond geboren. Das ist deine Mondenergie. Was wird beleuchtet? Das ist die Gesundheit und deine berufliche Situation. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock und das bedeutet eine gewisse Spannung wieder hier mit Reisen oder im Bereich Spiritualität. Juni 2019. Sonne und Merkur ist im Stier.
Und das bedeutet, deine Persönlichkeit kommt im Ausdruck, du kommst zum Glanz, bist du wahrgenommen, hast du viele Gespräche. Dann, Venus ist im Widder. Hier sind die Geheimnisse. Entweder hast du Liebesgeheimnisse oder kann das bedeuten, du sollst schweigen, entweder über die Liebe oder bei einer Frau. Venus kann auch eine Frau bedeuten. Und hier im 12. Lebensbereich sind auch die geheimen Feinde. Und das sollst du auch erkennen. Ich möchte das nicht behaupten, aber möglich ist das auch. Und Mars befindet sich in den Zwillingen. Da hast du ein Mars-Wiederkehr und das kann bedeuten, du musst dich behaupten finanziell oder handelt sich um Werten und verlangst Wertschätzung und da setzt du dich ein. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person einen Einfluss hat auf die Werte oder auf deine Finanzen. Juni passiert was Folgendes und das ist sehr wichtig. Ketu befindet sich im Schütze, dieser Mondknoten, und das zeigt Vergangenheit, alte karmischen Themen. Saturn ist der Planet der Karma, ist auch rückläufig, hat auch alten karmischen Themen. Pluto ist auch rückläufig, hat auch karmischen Themen, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Juni 2019 bilden sich diese drei ein sogenannten Konjunktion und das bedeutet, sie wirken zusammen. Mit anderen Worten, Pluto und Saturn befinden sich in diesem Knoten und aktiviert karmischen Themen. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Hier, wenn du das vorhast, deine Kreativität verwirklichen, deine Berufung leben, dann zeigt dieser rückläufige Neptun entweder, jetzt kommen die karmischen Erinnerungen, jetzt kannst du dich behaupten, oder bremst das bisschen, da sollst du noch etwas daran feilen oder vielleicht die Richtung ändern. Neptun hat auch mit Träumen etwas zu tun und dann kommen natürlich die alten Träume und hier wirkt im Bereich Berufung. 3. Juni ist Neumond im Stier, dann sollst du zurückhaltend sein. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, eine gewisse Spannung zu Hause oder eine kleine Reparatur. Kann auch bedeuten, dass alle sind so hektisch und dann ist es besser, wenn du zurückziehst, zu Hause bleibst. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion aktiviert. Liebe Partnerschaft, 7. Lebensbereich, und das wird beleuchtet, also da kommt Klarheit. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, da kommt eine gewisse Spannung im Freundeskreis oder wenn du deine Wünsche, Sehnsüchte hast, dann in dem Tag zweifelst du daran oder neigst du dazu. Juli 2019 Sonne und Venus ist im Zwillingen. Monatsthema sind die Werte und Finanzen. Das kann bedeuten, dass du zu deinen Werten stehst als Frau. Kann aber auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge oder du bist kreativ, künstlerisch begabt und du verkaufst es und kommt Geld rein. Mars und Merkur ist im Krebs. Das sind Gespräche entweder mit einer männlichen Person oder Gespräche mit Geschwister oder Verwandte und dann musst du dich wirklich durchsetzen und behaupten und das ist dann die Mars-Energie. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond im Zwillingen, nachdenklich sein über Werte, Finanzen,
9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, Spannung mit Kindern, oder du möchtest etwas kreativ gestalten und oder die Lebensfreunde, und das ist alles so streng in diesem Tag. 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze. Und das sollst du etwas überprüfen, genau hinschauen. Themen sind Ämter, Erbschaften oder was sollst du loslassen. 25. Juli ist Halbmond im Fische, wieder Spannung bei Freunden oder du hast Wünsche und zweifelst daran. August 2019. Merkur ist in Zwillingen, das kann ein Vertrag sein und hat mit Finanzen was zu tun oder schlicht einfach, du kaufst ein neues Buch. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs, Monatsthema ist hier Schulungen, oder deine kleine Reise oder Kontakt zum Verwandten. Und bei Mars, Venus kann auch eine Liebesangelegenheit handeln. Immerhin, das sind die Liebespaar Mars und Venus. 12. August wird Jupiter direktläufig und das löst aus, dass endlich alles vorangeht. Und das erlebst du hier in Partnerschaft. 12. August wird Uranus rückläufig. Und wenn das darum geht, dass das Veränderungen sein soll, dann lieber überlegen das nochmal. Oder wird Jupiter Themen aktivieren, was mit der Vergangenheit was zu tun ist. 1. August ist Neumond im Krebs und das bedeutet Rückzug, Rückzug vom Verwandten oder Nachbarn, Bekannten. 7. August ist Halbmond im Waage, Spannung in die Arbeit, oder sollst du im Inneren Ruhe und Gleichgewicht bleiben, weil deine Gesundheit stärkt das. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Und das wird beleuchtet, eine Reise, oder stellst du die Frage, wohin geht die Reise? 23. August ist Halbmond im Widder. Das ist Spannung, Nervosität. Dann ist besser zurückhaltend sein. Und 30. August ist Neumond im Löwe. Gleichzeitig wird von Regulus bestrahlt. Löwe hast du hier in Wohnsituation oder gibt dir die inneren Kraft, diese Basis, dieses Fundament. Regulus bestrahlt diesen Neumond und Regulus ist der Stern der Königin und das ist das Herz der Löwen. Wichtig ist die Herzensangelegenheit. Neumond, also Rückzug, Nachdenklichkeit über dein Herzensangelegenheit, und das hat mit Einrichtung oder mit deiner Wohnsituation was zu tun oder gründen etwas. September, Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe, aktiviert bei dir die Wohnsituation. 19. September wird Saturn direktläufig. Saturn hat einen Einfluss auf unser Schicksal. Bis 19. war noch rückläufig, da waren Themen von Vergangenheit. Ab 19. September dreht sich die Richtung, alles geht voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion und das bedeutet Spannung in die Partnerschaft oder zeigt deine Unsicherheit. 14. September ist Vollmond im Wassermann, wird beleuchtet deine Ziele, auch wie bekommst du Anerkennung, wo liegt deine Berufung. 22. September ist Halbmond im Stier. Das zeigt eine gewisse Unsicherheit.
28. September ist Neumond im Löwe. Nachdenklich sein über deine Wohnsituation oder schlicht einfach zu Hause bleiben und erholen. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Aktiviert fünfter Lebensbereich, deine Kreativität, deine Lebensfreude. Und Merkur ist im Waage. Gespräche über die Arbeit oder im Arbeitsplatz oder ein Vertrag. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Eine gewisse Spannung mit Ämtern oder du solltest was loslassen und du neigst dazu, das festzuhalten. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen. Das beläutet deine Wünsche, aber auch überprüfst deine Freundschaften. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen. Spannung im Finanzbereich. In diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Rückzug, Nachdenklichkeit, wo liegt deine Kreativität, was möchtest du künstlerisch gestalten oder zurückziehen mit deinem Freund oder Partner und diese Liebe zu genießen. November 2019. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist Arbeit und Gesundheit. Merkur und Venus ist im Skorpion. Hier fließt die Liebesenergie und kommen auch die Gespräche. Und Mars befindet sich im Jungfrau. Und diese Mars-Energie hier bedeutet entweder, du setzt dich durch bei deinen Kindern oder du spürst deine inneren Kraft oder bist du kreativ und wirst du aktiv sein und setzt einiges in Bewegung oder hast du diese Lebensfreude mit diesem Mann. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird direktläufig, ändert sich die Richtung und es handelt sich um Gespräche oder Verträge, aber hier im Bereich Partnerschaft, das sind eher Gespräche oder bekommst du eine Nachricht. 28. November wird Neptun direktläufig und dann kannst du deine Träume beruflich verwirklichen. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Hier hast du Spannung oder Unsicherheit auf Reisen oder wenn es um innere Reisen geht, dann fangst an zum Zweifeln. Kann auch so etwas auch auslösen. 12. November ist Vollmond im Widder. Hier handelt es sich um Geheimnisse. Dieser Vollmond beleuchtet das. Dann hast du diesen Einblick dazu. 19. November ist Halbmond im Krebs. Spannung mit Verwandten. 26. November ist Neumond im Waage. Sei zurückhaltend oder nachdenklich über deine berufliche Situation. Dezember. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Hier bringt ihr auch Glück. Bleibt auch ganzes Jahr dann im Schütze. Mars und Merkur ist im Waage.
Das kann hier Gesprächen handeln, Gesprächen mit einer männlichen Person im Lebensbereich Arbeit oder Gesundheit. Das kann auch ein Termin bei Arzt sein. Aber Merkur kann auch einen Vertrag bedeuten. Und das unterschreibst du mit einer männlichen Person. Sonne befindet sich im Skorpion. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Und Venus ist im Schütze. Und hier kommen diese Erneuerungsprozesse. Und das hat mit Liebe was zu tun, das hat mit deiner Weiblichkeit zu tun. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann und das bedeutet entweder, du hast das Gefühl, du bist nicht du bekommst zu wenig Anerkennung oder Spannung in die Arbeit. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, da bist du wahrgenommen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung zu Hause oder kleine Reparatur. Kann auch bedeuten, dass rundherum alles so hektisch ist und ziehst du zurück und bleibst zu Hause. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, Nachdenklichkeit, Themen, Erbschaft, Investitionen, Ämter, aber auch das Loslassen. Januar 2020. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist all das, was die 8. Lebensbereich gehört und hier kommen Verträge oder Gespräche oder Termine, das löst diese Merkurbewegung aus. Venus ist im Steinbock, das kann bedeuten, dass du eine Reise schön findest oder Liebe im Ausland oder ein Liebesurlaub oder du lebst deine Spiritualität und vielleicht in diesen Kreisen hast du sogar Kontakt mit einer Frau. Mars befindet sich in Skorpion, das ist dann ein Mann und hier im Bereich Partnerschaft. Februar 2020. Mars bleibt im Skorpion. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Reisen oder innere Reise. Und Merkur, Venus ist im Wassermann. Also Glück im Beruflichen oder lebst du die Kreativität, da hast du Gespräche, Termine oder sogar Vertrag. Monatsthema ist die Reisen. März 2020. Pluto und Saturn bewegt sich im Steinbock und sie bleiben ziemlich lang im Steinbock. Pluto länger als Saturn und Saturn etwa 2 Jahre lang. Und hier hast du Themen Ausland, Auslandskontakte, eine höhere Bildung und Spiritualität. Saturn wirkt auf die Schicksal, das kann sogar sein, dein Schicksalsweg führt zum Ausland.
Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Berufung, Öffentlichkeit, Kontakte, Gespräche oder ein Vertrag. Mars befindet sich im Schütze. Und das kann bedeuten, du musst dich durchsetzen bei Ämtern oder kann auch bedeuten, dass eine männliche Person wirkt auf dein Liebesleben. Und Venus ist in Tierkreiszeichen Widder. Hier im Widder, im 12. Lebensbereich, bedeutet die Geheimnisse, eine geheime Liebe. Oder du sollst nichts erzählen über dein Liebesleben. Kann auch bedeuten, dass eine Frau erzählt ihre Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und das ist eine weibliche Person. Liebe Leida, so könnte ich dein Jahreshoroskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.